Hi Ladies! Hanna fragte mich, ob ich ihr ein Outfit zusammenstellen kann in Blau für ihre Konfirmation. Und es sollte auf gar keinen Fall langweilig wirken. Und ich denke, mit diesem Outfit ist es mir gelungen. Doch bevor ich näher auf dieses Outfit in Details eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Details, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Tipps und Tricks dazu, damit ihr nichts verpasst. Hanna, ich denke, hier habe ich die Perle für deine Konfirmation herausgesucht. Denn dieses Kleid ist auf gar keinen Fall langweilig. Denn wie du siehst, ist dieses Mini-Kleid in deiner Wunschfarbe blau und der Stoff ist sehr, sehr schick zu tragen. Er ist sehr leicht, sehr luftig und sehr locker, damit du wirklich dann beim Party machen nicht behinderst. Aber das Mini-Kleid hat etwas ganz Besonderes. Denn wie du siehst, die ganze Schulterpartie, von vorne angefangen bis über den Rücken gezogen, ist wie mit einer engelflügelhaften Verzierung verziert, was quasi wie Ärmel eigentlich wirken soll. Aber ich finde, es sind wirklich wie kleine Engelflügelchen. Und dieser Bereich ist komplett mit Perlenbesatz verziert und macht deine Konfirmation zu etwas wirklich ganz Besonderem, denn du wirst mit diesem Kleid der Blickfang des Tages sein. Du wirst wirklich alle anderen Mädels einfach mal so ausstechen und wirklich nicht langweilig wirken. Und damit du wirklich nicht langweilig wirkst, erfülle ich dir deinen Wunsch von einem Komplettoutfit, denn passend zu diesem wunderschönen Kleid habe ich eine High-Heel-Sandale gefunden mit 10 cm Absatz, was deine Beine wirklich nochmal richtig ewig lang wirken lässt und du wahrscheinlich noch ein paar Kilo schlanker dadurch aussiehst. Aber das ist natürlich nur das eine, denn wenn du genau hinschaust, dieser Schuh ist wirklich perfekt für dieses Kleid gemacht, denn vorne ist er in der gleichen Farbe wie das Kleid und hinten hat er einen schwarzen Lackleder, was wundervoll verziert ist, was diese schönen Flügel vom Kleid quasi widerspiegeln sollen. Und das ist wirklich wie aus einem Guss gemacht, das Kleid und die Schuhe, was dein Auftritt perfekt macht. Aber ich weiß, du hast noch einen Wunsch gehabt, denn du hast ein iPad, was du überall mit hinschleppst. Und da habe ich dir hier eine Klatsch herausgesucht, die perfekt auf die Maße deines Pads abgestimmt ist. Und ich finde noch, wenn du mal nicht dein Pad reintust, sondern andere Kleinigkeiten, dann ist diese Klatsch, diese Handtasche perfekt geeignet, um halt auch normal als Handtasche zu tragen für verschiedene Anlässe oder gerade für deine Konfirmation. Doch Einlass will ich hier noch draufsetzen, denn dein Wunsch war wirklich nicht langweilig zu wirken. Und da habe ich ja hier einen Schmuck, das hat einen Doppelring herausgesucht, die ja wirklich sensationell ist. Denn dieser Doppelring hat zwei festsitzende Goldringe mit einem kleinen Stein jeweils drauf und ist verbunden mit einer kleinen Kette, die natürlich nicht fest ist und immer schön leicht verspielt am Finger herumbaumelt und damit dir etwas Besonderes gibt. Es ist zwar nur ein ganz, ganz kleiner Punkt und manchmal könnte man fast sagen, man übersieht ihn, aber ich verspreche dir, vor diesem blauen Hintergrund, vor diesem Kleid, wird das Gold mit dieser kleinen Kette immer ein bisschen verspielt wirken, aber trotzdem noch schick und adrett, damit es zu deiner Konfirmation passt und ein perfektes Outfit bildet. Wenn ihr wie Hannah so ein perfektes Outfit haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr aussieht. Denn dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit online stellen, was euch dann zu 110% glücklich macht. Damit ihr das nicht verpasst, mein Tipp: abonniert mich hier oben einfach auf mein Logo und verpasst in Zukunft kein so ein schönes Video mehr, diese Outfits und natürlich die zugehörigen Deals. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Outfit.